In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über das Zusammenspiel von Java-Tools. Ein Java-Entwickler hat verschiedene Tools zur Verfügung, beispielsweise Eclipse, GitLab, Maven, JDK, JUnit, SonarQube, Selenium, Nexus und Jenkins. In diesem Video werden diese Tools im Zusammenspiel grob aufgezeigt. Das ist Klaus. Klaus ist Entwickler in einem Unternehmen. Er nimmt aus dem Sprint-Backlog eine User-Story entgegen. Gemäß dieser User-Story muss ein bestehender Programmcode angepasst werden. Er öffnet sein Programmierwerkzeug Eclipse. In Eclipse kann Klaus Programmcode eingeben. Alternativ könnte er auch ein anderes Programmierwerkzeug, wie zum Beispiel IntelliJ, verwenden. Da er einen bestehenden Programmcode ändern muss, nimmt er diesen aus GitLab. GitLab ist ein Tool, welches Programmcode Source verwaltet und versioniert. In einem Unternehmen ist es sinnvoll, dass ich den Code, den Source Code, von verschiedenen Programmierern an einem zentralen Ort in GitLab aufbewahre. Klaus ändert den Programmcode direkt in Eclipse. Mit Maven kann Klaus aus dem Programmcode per Knopfdruck ein ausführbares Java-Programm erstellen. Als Basis für die Erstellung und Ausführung von Java-Programmen wird JDK, Java Development Kit, benötigt. Um die Qualität des Programmcodes zu erhöhen, kann Klaus verschiedene Tests durchführen. Mit JUnit können automatisierte Unit-Tests gemacht werden. Beim Unit-Test wird lediglich das soeben erstellte Java-Programm ohne Schnittstellen getestet. Im V-Modell befinden wir uns beim Unit-Test ganz unten als erster Test, das heißt, der Programmierer testet nur sein soeben erstelltes Programm ohne Umsysteme und Schnittstellen. JUnit gibt grün für OK und rot für Fehler zurück. Mit SonarQube kann eine statische Codeanalyse durchgeführt werden. Dabei wird der Programmcode auf Einhaltung von Richtlinien überprüft. Es geht bei SonarQube also nicht um Funktionalitäten, sondern lediglich um die korrekte Einhaltung des Codes. Mit Selenium können automatisierte Tests für Webanwendungen gemacht werden. Oftmals können beim Programmieren bereits erstellte Elemente erneut verwendet werden. Diese Elemente sind Bestandteil von Nexus. So kann Klaus ein bestehendes Element in seinen Programmcode einbinden. Mit Element ist hier gemeint, dass bereits jemand vorhin eine kleine Instruktion geschrieben hat und diese Instruktion muss ich nicht neu schreiben, sondern kann diese in meinen Code einbinden. In Nexus sind ebenfalls alle ausführbaren Java-Programme gespeichert. Klaus kann nun sein Programmcode in GitLab speichern. Aus Version 1.0 wird nun Version 1.1. Ich speichere nicht das komplette Programm, sondern nur jeweils die Änderungen, die aus Eclipse entstanden sind. Jenkins kann nun als Continuous Integration Tool eine automatisierte Überprüfung aller Programmcodes vornehmen. Wir befinden uns nun im Integrationstest, das heißt Jenkins überprüft nicht nur das soeben eingecheckte Programm, sondern auch die Umprogramme und kann so auch Schnittstellen und andere Programmelemente testen. Jenkins nimmt hierfür unter anderem ebenfalls Zugriff auf die bestehenden Qualitätstools wie JUnit, SonarQube sowie Selenium. Hier noch die Zusammenfassung.